Metapher mit John D. Rockefeller. Ein Mann saß auf einer Parkbank, der gerade seinen Job verloren hat. Er war völlig niedergeschlagen. Er sah dem Leben keinen Sinn mehr. Wie sollte es er seiner Familie sagen, dass er seinen Job verloren hat? Und man kann sich vorstellen, was in diesem Menschen vorging. Und er wusste nicht mehr ein und aus. Er hatte kein Selbstvertrauen mehr, keinen Mut, sich auf neue Sachen vielleicht einzulassen. Und er starrte nur durch die Gegend und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Dann kam ein älterer Mann vorbei, sagte: "Was ist los mit dir?" Dann erzählte er ihm die Geschichte. Und der Mann zückte sein Scheckbuch, schrieb $500.000 drauf und unterschrieb mit John D. Rockefeller. Weil das auch im Rockefeller Park stattfand, war der Mann erst überrascht, konnte gar nicht sein Glück fassen. Er nahm den $500.000 Scheck, ging nach Hause und legte ihn in das Tresor. Er löste ihn also nicht ein. Nur im Glaube, diese $500.000 zu haben, gab ihm sehr viel Mut, sehr viel Hoffnung. Er sah am Ende des Tunnels Licht. Er konnte sich vorstellen, wieder was Neues zu starten, denn er hatte ja $500.000 Scheck in seinem Safe. Also fing er an zu arbeiten. Er arbeitete, er sucht sich erstmal einen Job und arbeitet dann wie bekloppt. Ja. Er war so motiviert und so voller Selbstvertrauen und Mut und auch Gottesglaube, dass er ein Jahr lang keinen Stein mehr auf dem anderen ließ und so viel Selbstvertrauen und Mut hatte, bloß weil er diesen 500.000 Euro bzw. Dollar-Scheck in seinem Safe hatte. Nach einem Jahr nahm er sich fest vor, dem alten Mann, dem Herrn Rockefeller, diesen Scheck zurückzugeben. Er setzte sich wieder in den Rockefeller Park, wartete auf der Bank und der alte Mann kam mit einer Gehhilfe, an dem anderen Arm eine Krankenschwester, und sie liefen auf ihn zu. Dann streckte er ihm den Scheck entgegen, doch der alte Mann war ganz verwirrt. Dann sagte der Mann zu der Krankenschwester: "Das ist doch John D. Rockefeller. Der hat mir den Scheck vor einem Jahr gegeben, ausgefüllt mit $500.000. Dann sagte die Krankenschwester: "Nein, der Mann ist nicht John D. Rockefeller. Es ist ein alter, verwirrter Mann. Er meint, dass er John D. Rockefeller ist. Und aus diesem Grund hat er dann diese Geschichte, dieses Jahr, das beste Jahr seines Lebens gelebt. Und aufgrund einer Illusion, beziehungsweise er dachte, dass es hat, beziehungsweise der Selbstglaube, der Mut an John D. Rockefeller, weil er an ihn geglaubt hat, aber es war gar nicht John D. Rockefeller. So ist es im Leben auch. Man muss Mut, Selbstvertrauen und immer wieder jeden Tag neu anfangen und nach vorne schauen. In diesem Sinne, alles Gute, nur das Beste, euer Siegercoach Sven William. Siegen ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Wir hören und sehen uns. Ciao.